Grüezi, grüezi, liebe Zuschauer, herzlich willkommen hier zu einem weiteren Panther Replay. Heute haben wir ein Replay von dem lieben Argon, der in seinem E25 unterwegs ist, zusammen mit zwei Clan-Kameraden, Kalbale und Mike. Die haben sich zusammen im E25 zusammengetan und rocken hier eine Runde auf Charkov. Genau, Charkov heißt die Map. Ja, zusammen mit E25 als einfaches Top-Tier unterwegs. Ich glaube, zum E25 muss ich mittlerweile nichts mehr sagen. Tier 7 deutsche Premium TD mit Special Matchmaking, sprich, der kann maximal Tier 18. Keine 9er, hat einen extrem geilen Tarnwert, eine Kanone wie eine, wie sagt man, eine Nähmaschine, macht zack, 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 zack. Und ja. Ich glaube, da müssen wir wirklich nicht mehr dazu sagen. Ganz ein lustiger Panzer, der auch so ein bisschen kontrovers war, dazu mal heutzutage irgendwie nicht mehr. Und wollen wir mal schauen, was die Jungs da zu dritt anrichten können. Zu dritt im Platoon immer wieder ein Siegraten-Pusher, sage ich jetzt mal. Ja, die Herrschaften fahren hier auf die eine Linie auf Kharkov, würde ich ebenfalls machen, weil in die Stadt hat das Ding wirklich nichts verloren. Und mal schauen, wie die da so vorwärts kommen. Sie haben jetzt bereits zwei Types vor sich, wobei einer hinten an einem TD-Hügel hockt, wieso auch immer. Und noch ein T-34-85M. Argon fährt hier übrigens mit 30 AP, 30 APC, also 50-50. Und hat spannenderweise einen kleinen Feuerlöscher drin. Mal schauen. Wahrscheinlich, ja gut, der T-34 brennt auch nicht wirklich so viel. Und... da ist noch eine Su, das ist so ein bisschen der Endgegner für den E25, weil die Su hat dann doch genug Panzer frontal, um den E25 zu bouncen. Pusht hier aber irgendwie. Pusht hier irgendwie gerade ziemlich stark rein. Und hier wird auch gleich mal APC geladen, damit diese Su frontal richtig angegangen werden kann. Dass die raus ist, weil wie gesagt, die Su ebenfalls ein recht starker T7-TD, wobei diese halt kein Premium Matchmaking hat, auch 10er, 9er sehen kann. Und ja, ihr seht hier, ebenfalls mit seinem kleinen Kaliber hat richtig Mühe, frontal durchzukommen. Aber sobald es sich dann seitlich geht, geht's und versucht jetzt hier ihn zu tracken, geht nicht, aber dafür ist der Kill drin und somit schon mal einen starken Gegner ausgeschaltet. Und auch gleich wieder hier auf AP gewechselt, weil man will ja nicht APC verschwenden. Jetzt hier blöderweise einen Schuss vom Type gefressen. Da rechts ist noch ein Easy 8, aber die Easy 8 hat die lange Waffe drauf, nicht die 105. Von dem her, okay, hier versucht er jetzt hier mit Auto-Aim. Das Problem hat bei Auto-Aim ist, über so Ridgelines geht das schlecht, weil Auto-Aim ja die Mitte des Panzers anvisiert und nicht irgendwie den Turm oder so. Hinten dran geht der Steher auf, der auch gleich mal auf die Nase kommt. Der Steher ja witzigerweise. So ein bisschen der Versuch gewesen, einen neuen E25 reinzubringen, was durch hinten und vorne nicht funktioniert hat, weil das Panzerchen nicht ansatzweise an die Leistung eines E25 rankommt. Ja, die drei sind hier einfach weiterhin ein bisschen am Pieken, am paar Schüsse verteilen. Alles schön Standard. Wobei, ja, sein Team ist blöd gesagt auch Standard, weil es steht bereits 6:1. Der einzige Kill bisher hat Argon hier mit der Su gemacht. Vielleicht kommt jetzt dann gleich der zweite. Und ja, ihr seht hier einfach die Reload, die ist so extrem schnell, der Type, beziehungsweise Argon hat die nachgeladen, sobald der Type so wieder hochgucken kann. Ja, und somit der zweite Kill vom Team und von Argon. Ja, die Stadt wird wohl fallen. Type gebaut, okay. Zweitschuss getrackt, natürlich genau hinterm Haus, so wie man es eigentlich nicht will. Aber dafür kann ein Mate von ihm drauf schießt, natürlich sehr gut, weil jetzt ist der Type raus. Das wäre der dritte Kill für das Team und für den Zug von Argon. Also bis jetzt macht das eigene Team irgendwie noch nicht so viel. Und hier versucht jetzt der Kollege Kannibale auf dem 34-85M zu pushen, wobei natürlich der Panzer auch nicht verachtet werden darf. Der 34-85M hätte genug Panzer, um teilweise zu bouncen. Kriegt jetzt hier einen Seitenschuss vom Leo, aber Argon will hier unbedingt noch einen Schuss setzen. Und Kannibal hat ihn dann rausgenommen. Hier das Glück, dass der Leo im zweiten Schuss nur die Waffe getroffen hat und somit gebounced ist. Ja, 4:9.
4 Kills in Platoon 2 hier mit Argon und 5 Kills in Platoon und 0 Kills von den restlichen Teammates. Also läuft hier wunderbar. Die Stadt ist schon gefallen. Das Feld gehört leider immer auch noch nicht ganz den Jungs, aber das Schöne an Kharkov-Feld ist, dass die Gegner-Heavys rausfahren müssen. Und wenn sie es jetzt schaffen, hier noch den Steher und den Leo zu töten, dann haben die Gegner eigentlich kaum mehr Sichtweite. Weil die Panzer... Oh, doch, ein MT-25 haben sie noch, habe ich gar nicht gesehen. Ui. Und der nächste Kill, 6 Kills jetzt hier für das Platoon. Also bis jetzt machen die Jungs hier eigentlich alles selber. Der dicke Max ist hier links auch vorgefahren. Der dicke Max ist einer der wenigen Panzer, die genug Sichtweite hätte, um ihn zu spotten. Hier den E25 rausgeschossen. Geht übrigens alles wirklich schön mit AP, also hier... Hat ne, jetzt dahin geaimt. Sag mal, machen die Jungs eigentlich alles allein in dem Spiel? Also kommt mir gerade so vor. Was soll ich sagen? Genau, AP reicht eigentlich für Tier 6 immer sehr gut. Das ist eigentlich auch das Schöne an E25. Man ist nicht wirklich gezwungen, Gold zu spammen. Außer man kämpft dann irgendwie gegen 8er Frontal, was eigentlich auch nicht so das Ding ist, weil E25 ist so ein Panzer, der sich gut für irgendwelche Hinterhalte und auch schnelle Positionswechsel, sprich Flankenmanöver. Eignet. Ich hatte ja mal die Idee, beziehungsweise eines Tages, wenn ich mal genug Zeit habe und eine gut genug Crew. Ja, Crew habe ich leider nicht schlecht, den Panzer mit Optiken auszustatten und dann auch ein bisschen als aggressiven Spotter zu spielen. Einfach nur zum Testen. Ja, jetzt kommt hier der Oi vorgefahren aus der Stadt. Der Oi ist hier links. Der Oi ist, glaube ich, so das Einzige, was sie Angst haben müssen. Aber ich weiß nicht, was der Oi macht, aber er fährt hier wunderschön seitlich. Was den Jungs die Möglichkeit gibt, ihn zu penetrieren. Der Oi steht ebenfalls auch offen auf dem Feld und die haben natürlich keine Chance, hier die E25 zu spotten, weil die Heavys haben eh viel zu wenig Sichtweite. Alter, die zerrupt werden von den drei. Alter! Ja, der Leo ist jetzt der Einzige, der langsam auch mal Kills macht. 2 für den Leo, 9 für die Kollegen im Zug und somit haben sie das Spiel mal eben kurz wieder ausgeglichen. Es steht nämlich 11-10, also es war, ja, es ging schnell, wobei man immer sagen muss, dass eigentlich das Gegenteam auch mit den Heavys einfach eine scheiß Situation war, um es ganz ehrlich zu sagen, weil E25 hier auf so einer Map, die doch genug Büsche und offene Fläche bietet, auszugraben, ist einfach eine Story, die nicht funktionieren kann, einfach aus dem Grund, dass die Heavys hier zum Beispiel gar nicht wirklich richtig cappen können, ohne outspotted zu werden. Also da ist genug Platz auf der Map zum sich bewegen und zum sich hinstellen. Das heißt, das Einzige, was hier die Heavys eigentlich machen könnten, hätten können, wäre ein Draw zu erzielen, beziehungsweise schauen, dass die E25 rausfahren müssen. Gut, man muss eben auch sagen, man kann das Potenzial dieses Platoons hier natürlich besonders gut ausspielen, wenn man diese Möglichkeit hat. Ich stelle mich vor, auf Himmelsdorf hätte die Situation ganz anders ausgesehen. Und ja, sie haben noch 2 normale Gegner, Anführungszeichen, und eine Art. Der VK war noch irgendwo in der Stadt, die wird auch noch irgendwo in der Stadt sein. Und der Leo, der stand hinten irgendwo auf dem Feld. Und Argon und Maxi? Ne, Mike, nicht Maxi, wow, guten Morgen, Semper. Und Mike entscheidet sich jetzt hier, oh ne, alle drei inklusive Leo, alle vier entscheiden sich jetzt hier auf den gegnerischen Leo zu pushen. Also hier wirklich tatsächlich, also schön zusammengespielt auch vom Leo, dass der nicht alleine irgendwas am rumbasteln ist. Und ja, er hat der Leo auf offener Fläche gespottet und ich würde mal sagen, tschüss Leo. Die E25 hauen rein. Also es ist unglaublich, damn. Und jetzt kriegt hier noch Leo den Kill. Schade in Anführungszeichen, weil die Jungs im Platoon brauchen nur noch 2 Kills, wenn sie entscheiden im Beitrag, sprich die 12 Kills im Team. Und jetzt splitten sie sich auf, der eine fährt zurück, um die Base zu verteidigen. Und 2 zusammen mit dem Leo greifen hier an. Was ist gerade ein Schuss? Ah nee, das war von hinten außerhalb der Map. Hier auch schönes Aufteilen, dass sie ja nicht weggekappt werden, beziehungsweise dass der VK nicht plötzlich von hinten kommen kann. Argon hier hat noch genug HP, um einen Schuss zu fangen vom VK und sein Kollege da neben ihm ebenfalls. AT offen. Und somit gehört die Hummel ihnen. Das wäre der 11. Kill im Platoon. Jetzt ist die Frage, wollen sie cappen oder wollen sie den EVK jagen gehen? Und so wie ich die kenne, werden sie ihn wahrscheinlich jagen gehen, weil ich will überhaupt zumindest den 12. Kill sichern, würde ich auch wollen. Und
Mal schauen, ob die zwei Mates, die der Leo und der Amix, genug nett sind, ihnen auch den 12. Kill zu lassen. Weil verdient hätten sie es ja eigentlich. So, entscheidender Beitrag ist immer eine schöne Map. Ja, genau. Wow, man merkt vielleicht, dass es morgen um 8 Uhr ist. Beziehungsweise jetzt dann gleich 9 Uhr. Irgendwie bin ich noch ein bisschen müde. Ja, und jetzt war es eigentlich auch die Runde. Also, jetzt wird einfach nur noch gejagt. Deutsche Jagdpanzer jagen. Haha. Und ihr seht jetzt hier auch so ein bisschen, wie schnell die Dinge eigentlich sind und wie wendig mobil. Also, es. F-25 ist auch eine Panzer-SPR, recht alt, ne? Ich glaube, der kam ja irgendwie vor. Ist das 5 Jahren raus? Ich weiß noch, wo der rauskam, wo ich den noch gespielt habe auf. Was war das? Hafen, oder die Map noch hieß? Die war ja auch. Vor langer, langer Zeit wurde die ja wieder mal rausgenommen. Eigentlich schade, war auch eine lustige Map. Und. Ah ja, guck mal, hier hinten ist der VK. Aber jetzt muss Kollege. Welche ist das jetzt von dem Teil? Mike, aufpassen, weil der VK. Ich hatte 6 Sekunden Reload? Ja, gut, okay, das. So läuft es natürlich auch, dass Mike einen Erstschuss anbringen kann, bevor der VK überhaupt irgendwas macht. Und ja, somit haben die Jungs das Spiel mal gewonnen. Ich würde behaupten, sowas kann man Carry nennen. 12 Kills hier zusammen im Platoon und der Leo noch der Letzte, der auch noch 3 hat. Also eigentlich das ganze Spiel von 4 Panzern getragen. Es ist eigentlich schon extrem. Nicht mal ein Drittel vom Team hat ja eigentlich den Sieg nach Hause gebracht. Die anderen 11 Panzer waren eigentlich mehr Statisten bzw. HP-Futter für die Gegner. Und die 4 Jungs hier haben es gemacht. Ja, nette Runde. Man sieht, was. Hallo? Was meine Kamera wieder? Ja, man sieht, was die Panzer können, wenn man ihnen die Möglichkeit gibt, hier auf einer Feldseite bzw. halt auf einer offenen Seite mit Büsche und so agieren zu können. Die Heavys kamen aus der Stadt und waren innerhalb weniger Sekunden tot. E25, sei Dank. Ich finde es mich auch spannend, dass Argon hier ohne Scherenfernrohr fährt. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir mal sagen würdet, ob er vielleicht mit Optiken fährt. Oder ganz ohne Sicht. Boni in Anführungszeichen. Ich fand ihn ja mit Fernrohr, so einfach die Möglichkeit zu haben, selber auch noch zu spotten. Aber ja, vielleicht schreibt mir das Argon ja noch in die Kommentare, weil das würde mich noch wundernehmen. Ja, übrigens 2 und 2, ne? 2000 gespottet, 2000 geschossen. Ich würde sagen, wir switchen mal gleich rüber in die Post-Game-Stats. Wir haben hier einen Panzerass mit 4000 combined, irgendwelches Kleinzeugs, die man interessiert. Crucial Contribution, der entscheidende Beitrag, eigentlich meiner Meinung nach eine der besten Medaillen, die es gibt, weil es zeigt einfach, dass man als Zug funktioniert, dass man als Zug das Gefecht gecarried hat. Das spricht, das ist eigentlich so die Carry-Medaille, wo eigentlich das Team einem dann irgendwie, keine Ahnung, Press F to Respect zeigen sollte. Den Waffenbrüder dabei, Waffenbrüder kriegt man fast immer, wenn man Crucial Contribution hat, sofern alle Mitglieder überleben. Und sogar noch Wachposten mit den 2000 Spot, also hier 3 wunderschöne epische Medaillen zusammengefahren. Upp. Wir haben hier, oh spannend, sehr ausgeglichen Damage, alle plus minus 2000, 2100, alle 4 Kills, also hier haben sie sich wirklich schön aufeinander ausgeglichen. Ich habe mich wundert, wieso Argon zum Beispiel 500 XP mehr kriegt als Mike. Das schauen wir uns jetzt mal an. Wir haben hier 2100 Damage von 900 gesniped, 2000 Spot. Kollege Kannibale hat auch 2000 Damage. Gut, viel mehr gesniped und auch viel weniger gespottet. Nur die Hälfte gespottet. Und Mike, hat er noch mehr gesniped? Nein, Mike hat zwar weniger gesniped, aber so gut wie gar nichts gespottet. Okay, spannend. Wahrscheinlich hat Argo dann für die Jungs teilweise hier gespottet. Aber man sieht, Spotting Damage hier wichtig, um die XP hoch zu pushen. Beziehungsweise selber nicht zu viel Damage snipen, weil normalerweise, wenn man mehr als 300 Meter sniped, ist es eher selten, dass man die Gegner selber aufgemacht hat. Beziehungsweise klar, es ist gut möglich, aber so ein bisschen Indikator davon, wenn man viel Damage über 300 Meter hat, dass der Damage von jemand anderem gespottet wurde und dann kriegt man nicht die volle EP-Anzahl. Ja, an vierter Stelle dann der Leo, auch ebenfalls mit knapp 2000 Damage und 3 Kills. Die Art ja 1000 und ja, der KV ist auch noch der einzige 1000 hat. Und dann haben wir eigentlich hier gar nichts mehr. Ein Uni mit gerade mal 86 Damage. Die T50-2 hier im Dreier-Platoon sogar haben total versagt. Ein Schuss getroffen, zwei Schüsse getroffen. Ja, also das Team hier eigentlich inexistent, eigentlich nur HP-Futter für die Gegner. Im Gegnerteam übrigens der kleine VK am Schluss zu oberst. Die Su, die recht früh rausging, noch an zweiter Stelle.
Und an dritter Stelle T3485N, das war ebenfalls eine der recht früh rausging. Also auch das Gegnerteam hat irgendwie nicht so performt, wie sie es wahrscheinlich gerne hätten. Gut, wobei man natürlich auch sagen muss, das Gegenteam hatte halt auf Stufe 7 ansatzweise die Möglichkeit, gegen die E25 vorzugehen, weil ich meine, eine Sue hat einfach nicht die Sichtweite, um die E25 zu spotten. Oni, ja, ich glaube, da muss ich gar nicht erst anfangen. Und das haben sie noch auf Stufe 7 gehabt. Ja, der Waffenträger Kruppi hätte vielleicht die Sichtweite gehabt, aber ja, wurde trotzdem von den E25 gnadenlos ausgebottet. Hier die zweite Sue hat übrigens auch gar nichts gemacht. Also ja, hier auch das Gegenteam nicht wirklich am Glänzen. Kommen wir noch zu den detaillierten Ausgaben. 41 Schüsse hat er abgegeben, davon 28 getroffen, davon 19 durch. Das ist halt eine 25 Statistik. Ne? Also bei mir 25 schaue ich selten. Also bin ich einer der Letzten, der irgendwie sagt, man muss einen großen, beziehungsweise einen guten Hit-Treffer, Trefferschüsse, Durchschlagsindikator haben. Weil mit 25 hat man einfach so schnell, so viele Sekunden. So einen hohen DPM, dass man halt einfach mal, wenn man fährt, Auto-Aim macht und dann während dem Anhalten mal kurz noch einen Schuss abgibt, welcher natürlich dann entweder natürlich in die Pampa geht oder bouncen wird. Wir haben die 2009 Damage noch gesniped, wir haben 6 Treffer erhalten. Davon sind 2 gebounced. Und 2 habe ich gar nicht mitgekriegt, muss ich gerade dooferweise zugeben. Aber ja, das hat ihm hier sicher noch das Leben gerettet, dass hier noch 2 irgendwie gebounced sind. 4 Gegner hat gespottet, 10 angeschossen, 10, Mann, 10 angeschossen, 4 zerstört. Also hier 2 Drittel vom Team hat er hier unter Beschuss genommen. Und ja, ist 5,3 Kilometer gefahren. Hat hier, ich nehme an, mit Premium-Account. Ne, das war, glaube ich, ein Gefecht ohne. Sieht man jetzt natürlich mal wieder nicht, weil, ne? Replays, Auswertungen, irgendwie wären es nicht. Hat ja aber trotz allem 28.000 plus gemacht. Ja doch, das war mit Premium, ohne Premium hätte er 5.000 miese gemacht. Und ja, ich danke Argon für das Replay an der Stelle und ich wünsche euch allen noch einen schönen Tag. Bleibt gesund und ja, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Arrivederci.